Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Nachdem ich vor kurzem in der Augsburger Allgemeinen gesehen habe, dass es im Reisejournal die Möglichkeit gibt, weltweit Museen online zu besuchen, habe ich mir gedacht, das ist eine super Gelegenheit, eine Reiselust quasi virtuell auszuleben. Und diese Möglichkeit möchte ich heute mal mit euch besprechen. In diesem Artikel geht es zum Beispiel darum, dass man den Vatikan in Rom besuchen kann oder das National Museum of Natural History in Washington oder das Kunsthistorische Museum in Wien. Und heute möchte ich mit euch ein Museum mal virtuell begehen und euch Wege zeigen, wie man das mit dem Handy, wo habe ich meins, mit dem Handy besuchen kann. Man kann es natürlich auch mit einer größeren Variante machen, mit dem Tablet oder eben auch auf dem PC. Die beste Möglichkeit, ein solches Museum zu begehen, auf virtuelle Art und Weise, ist mit einer sogenannten Virtual Reality Brille, mit einer VR-Brille. Und meine Ausführung hier ist eine sehr, sehr kostengünstige. Ich habe mal ein Video darüber gedreht, wie man mit solchen Brillen umgeht. Aber nur für diejenigen, die es interessiert, ganz, ganz kurz. Im Endeffekt hat man hier oben eine Klappe, in die man sein Handy einspannt. Und dazu bewegt man es in der Regel aus seiner Hülle raus, legt es vorne in die Klappe ein, schließt sie und kann dann hier durch diese zwei Linsen den Bildschirm betrachten. Dazu muss man ein besonderes Programm auf dem Handy installiert haben, das ist aber von Google bereitgestellt, nennt sich Cardboard und ist sogar auch kostenlos. Und somit kann man auf sehr, sehr kostengünstige Art und Weise 3D Virtual Reality genießen. Wenn man das Ganze noch verfeinern möchte, dann hat man hier die Möglichkeit, mit einem Stick quasi, Computerspieler von euch werden das kennen, funktioniert so ähnlich wie ein Laserpointer. Hier oben kann man die Richtung bestimmen, in die man sich bewegen möchte und auch auf bestimmte Schaltflächen dann klicken. Hier habt ihr bestimmte Aktionstasten und das Ding kostet ebenfalls nur ein paar Euro. Also in Verbund mit einer VR-Brille, mit dem eingespannten Handy und mit diesem kleinen Device könnt ihr euch perfekt in der virtuellen Realität zurechtfinden. Schauen wir uns doch heute also mal an, wie ich zum Beispiel in Amerika in das Museum reinkomme mit dem Handy oder auch auf dem PC. Und ich wünsche euch beim Betrachten dieses Videos viel Spaß. Wie wir alle wissen, befindet sich das American Museum of Natural History in Amerika. Und da zoomen wir nochmal gleich mal rein in New York. Und da sehen wir, dass eigentlich alle öffentlichen Institute, alle Museen geschlossen sind. Aber das macht nichts, wir können ja den virtuellen Rundgang mal begehen, schauen uns das kurz über Google Maps von außen an. Da haben wir schon den Eingangsbereich und da können wir dann gleich mal rein. Wollen wir uns noch mal das anschauen, wie das auf dem Handy funktioniert. Als erstes braucht ihr natürlich einen Browser. Ich benutze meistens den Firefox. Dann geht ihr auf naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour und dann kommt ihr gleich hier auf dieser Startseite raus. Also, was kann man auf der Startseite machen? Ihr könnt euch natürlich durch das einzelne Menü scrollen. Ihr könnt nach unten schauen, mal was da alles an Ausstellungen zurzeit vorhanden ist. Also die Permanent Exhibits sind die Standardausstellungen, die ständig da sind. Die Current Ones sind diejenigen, die nur über einen bestimmten Zeitraum verfügbar sind. Und da könnt ihr euch einfach mal nach unten scrollen, das sind noch ein paar Hinweise, wie diese Tour hier zu verwenden ist. Im Endeffekt geht es also darauf, auf den blauen Pfeil mal zu klicken. Das kann man übrigens auch mit einem externen Device, das bespreche ich gleich nochmal. Und man kann auch Kamerasymbole anklicken, um ein bestimmtes Exponat sich näher anzusehen. Man kann reinzoomen, das zeige ich euch dann gleich. Und ja, das sind so die technischen Hinweise, wie man also mit dieser Tour umgeht. Ja, dann schauen wir uns doch mal eine ständige Ausstellung an. Da landet man gleich in der Lobby und sieht hier einen Elefanten in 1:1 Größe. Und das Tolle an dieser 360-Grad-Ansicht ist eben, dass man durch Wischen nach links und rechts sich im Raum umsehen kann. Nach oben und nach unten funktioniert das natürlich genauso. Mit einem Klick auf diesen Pfeil kann man die Menüleiste unten verschwinden lassen. Mit einem Klick auf den Pfeil erscheint die wieder und man kann natürlich auch in eine Vollansicht wechseln. Ja, das Zoomen funktioniert je nach Auflösung des Handys eigentlich sehr, sehr gut. Da kann man sich die Exponate noch genauer ansehen.
Und unten links bei den vier Quadraten habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Räumlichkeiten direkt anzusteuern. Also zum Beispiel so von der Südansicht der Lobby zur Nordansicht. Ja, jetzt seht ihr hier schon die blauen Pfeile auf dem Boden und wenn ihr einen anklickt, dann landen wir gleich im nächsten Bereich. Und dort geht natürlich das Spielchen weiter. Dort kann man sich umsehen, hineinzoomen, weiterlaufen. Alles, was das Herz begehrt. Also was mir hier generell an der Umsetzung ganz gut gefällt, ist, dass die Auflösung der Einzelbilder so gut ist, dass man sogar die Inschriften auf den jeweiligen Tafeln gut entziffern kann. Und man kann sich die Texte auch mal ganz gut durchlesen. Ja, wenn ihr oben links klickt, öffnet ihr das Menü, auf dem man sehen kann, wie viele einzelne Stockwerke es gibt, welche Bereiche es gibt. Man kann ins Café hineinzoomen, man kann sich unterschiedliche naturgeschichtliche Abschnitte anschauen, man kann sich die Geschichte des Menschen anschauen oder Insekten oder die wunderbare Welt der Ozeane. Also was ihr wollt, das Museum ist riesig und bietet eigentlich für jeden etwas. Schauen wir uns doch nochmal hier kurz die Tiefen des Ozeans an. Ja, wenn ihr oben in dieser grauen Statusleiste etwas länger drauf bleibt, dann könnt ihr verschiedene Ansichten auswählen, zum Beispiel die Little Planet View. Die ist dann stark gestaucht und ermöglicht eine umfangreichere Ansicht. Das ist nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ja, die Möglichkeit, dieses wunderbare Museum sich nochmal virtuell anzuschauen, die habt ihr natürlich auch auf dem PC oder auf dem Mac. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ihr öffnet dieselbe Adresse, habt natürlich ein leicht anderes Layout und bekommt hier nochmal dieselben Tipps im Endeffekt. Also auf die blauen Pfeile klicken, um zu navigieren. Die Kameraeinstellung kann man sehen, das zeige ich euch im Video nochmal. Und ihr könnt auch rein- und rauszoomen. Ja, je nach Internetverbindung dauert das ein bisschen, bis das Bild geladen ist, aber dann ist es in seiner vollen Schönheit da. Ihr seid hier wieder in der Lobby und könnt hier oben rechts zum Beispiel einen Lageplan bewundern. Und da sieht man schon mal gleich an dem sich bewegenden, dürfte ein knapper Viertelkreis sein, den Blickwinkel der Kamera. Hier unten habt ihr wieder die verschiedenen Symbole. Wenn ihr auf das Cardboard-Icon klickt, dann habt ihr die Möglichkeit, über ein Virtual Reality Headset das Ganze nochmal wesentlich immersiver zu betrachten. Da habe ich ein eigenes Video dazu gedreht. Die wenigsten von euch werden so eine virtuelle Brille haben. Aber wer sie hat, der kann sich diese Ansicht dann auswählen und ist dann quasi noch tiefer im Geschehen drin. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, ihr habt natürlich die Möglichkeit, wieder auf Vollbild zu gehen. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen besser rumschwenken, hinauszoomen oder auch reinzoomen. Wie gesagt, das alles je nach Internetverbindung und nach Auflösung vom PC. Und da kann man sich ganz schön einzelne Details mal anschauen. Ja, wenn man noch die Menüleiste wegklickt, dann habt ihr überhaupt keine Objekte, die im Bildausschnitt stören. Ja, ein Klick auf den blauen Pfeil und ihr seid gleich im nächsten Bereich. Da könnt ihr ein bisschen reinzoomen und die Schilder euch anschauen, die Beschriftungen und euch wieder frei im Raum bewegen. Oben rechts seht ihr wieder den Blickwinkel der Kamera, wo ihr euch hinbewegt. Und mit diesem Pfeil kann man die nächste eingestellte Kameraperspektive anwählen. Das ist wie so eine Art virtuelle Tour, die bereits voreingestellt ist. Und da kommt man an ganz interessante Perspektiven, zum Beispiel hier direkt unter der Decke. Und da kann man den springenden Tiger gleich bewundern. Das schaut schon mal ganz toll aus. Unten rechts die vier Quadrate sind nochmal die Menüanweisung, dass man sich in verschiedene Bereiche direkt einwählen kann, in die Mineralwelt zum Beispiel. Da kann man also nach links und rechts scrollen, wie durch eine Art Bildergalerie und kann das dann direkt anwählen. Ja, da sind wir zum Beispiel bei den Insekten. Und auch hier seht ihr oben rechts wieder den Kamerablickwinkel, den könnt ihr dann selber bestimmen, indem ihr also nach links oder rechts euch bewegt mit der gedrückten Maustaste. Auf dem Lageplan könnt ihr euch noch direkt bewegen vom zweiten Stock in den ersten oder ins Erdgeschoss und dann seid ihr wieder da, wo ihr hin wollt.